Ich wollte diesen Moment einfach teilen. Ich liebe es. Da ist es. Da ist es drin. Es liegt schon seit ein paar Stunden hier. Ich habe, damit ihr mich auch mal sehen könnt, gerade die ganze Zeit hier mein altes MacBook umformatiert, habe die ganzen Daten gespeichert und ja, ihr seht, das ist ein kleines 15 Zoller, das sehen wir gleich, das schauen wir uns gleich an. Und hier hatte ich vorne das ist ein 13 Zoller, das neue, das ist ein 15 Zoller. Liegt ganz einfach dafür, dass ich erstens in Zukunft viel, viel mehr unterwegs sein werde, wahrscheinlich, hoffentlich. Und auch für die Uni finde ich das kleine besser und habe mich einfach mal wieder an Unkosten gestürzt. Und manchmal finde ich, dass es, man muss überlegen, wenn man selber Geld verdient, dann tut man das richtig wertschätzen, wenn man sowas sich kaufen kann von dem Geld, was man sich so irgendwie selbst verdient hat und auch lange für gearbeitet hat. Ich habe das lange überlegt, dann im Endeffekt gemacht, konnte es über den Campus bestellen. Das heißt, es ist nochmal um einiges günstiger gewesen. Kann ich euch nur empfehlen, falls ihr große Geschwister habt und euch irgend sowas von Apple zulegen wollt. Die haben eine schöne Geschichte, da kann man beim Campus echt günstig oder günstiger MacBooks holen. Und ich habe mir gedacht, ich nehme das einfach mal wieder als Opportunity und vlogge mal wieder ein bisschen, weil mir das irgendwie sowieso so viel Spaß macht. Ich habe halt viel geschnitten und habe mir gedacht, das kam heute Morgen an. Es ist mittlerweile, ich habe wie immer mein iPhone dabei, es ist mittlerweile 19 Uhr noch was und 19.29 Uhr. Das kam heute Morgen um 9 Uhr an. Ich habe mir gedacht, so, lieber John, du darfst das erst dann aufmachen, wenn du heute schon ein bisschen was geschafft hast. Und das habe ich. Ich habe heute Far Cry geschnitten, ich habe Clash of Clans vorproduziert, ich habe ein bisschen Vainglory vorproduziert, ich habe Vainglory gezockt, ich habe mein Zimmer aufgeräumt, ich habe geputzt und jetzt darf ich es auspacken. Ich liebe diesen Moment. Ich bin so ein Apple-Fanboy, das ist so krass. Dieser Karton. Wenn man den einfach nur so hochzieht und dann... Das ist so schön! Es ist so schön! Ich bin wieder da. So, oh Gott, es ist so schön. Es ist so schön. So, ich stelle euch jetzt mal auf eine etwas höhere Ebene. Der coole Moment ist vorbei. Ich mache mir nur gerade ein bisschen Gedanken. Doch, es sieht eigentlich alles ganz aufgeräumt aus. Kann man so lassen. Da ist es. Ich habe noch keine Hülle. Man sieht mich gar nicht. Ich habe noch keine Hülle. Aber die kommt morgen. So. Deswegen doch eine blöde Idee. Ich bin gerade viel zu nervös, um zu vloggen. Ich hole das jetzt einfach da raus. Vielleicht eventuell stelle ich euch mal so ein bisschen höher. Das ist so ein richtig spontaneous Vlog. Na, Klappe, geh halt auf. Danke. So. Ich hole es jetzt da raus. Wenn es mir jetzt runterfällt, dann kriegt dieses Video wahrscheinlich 2 Millionen Aufrufe. Aber komm mir entgegen. Wie kriegen das jetzt? Ah, ha! Das ist Apple. Da ist so eine kleine Lasche. An der kann man das einfach hochheben. Und ich wollte es gerade schon umkippen. Oh, ist das dünn. Oh, ist das leicht. Es ist so dünn, es ist so leicht. So leicht. Okay. Lassen wir das. Karton zur Seite. Es ist noch ein Plastik eingehüllt hier. Seht ihr, es wippt so hoch und runter. Ach so, was? Important. Please read the software license agreements. I don't give a... Damn about this. Open. So, stellen wir das jetzt einfach auf den Tisch. Ich habe noch keine Unterlage dafür. Ich würde sagen, dafür nehmen wir mal ganz kurz hier diese Dexter DVD. Und obwohl, das hat ja eigentlich auch solche... Ach, komm schon. Das ist ein Gebrauchsgegenstand. Mein altes, wenn ihr wisst, wie das aussieht, das ist so zerstört. Oh, das ist so klein und das ist so leicht. Oh, dieser, ich hätte beinahe Neuwagengeruch gesagt. Naja, ich glaube, der Rest ist auch gar nicht mehr so spannend. Ich gucke mir das jetzt an, werde das ein bisschen die neuen Daten, beziehungsweise die alten Daten auf die neuen Daten kopieren und vielleicht sage ich da nochmal kurz ein, zwei Sätze, aber ich denke eigentlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob sich das irgendjemand angucken wird. Es ist quasi einfach nur mal wieder so ein kleiner Home-Vlog von mir. Ich liebe Apple. Ihr seht nichts, ihr seht nur mich gespiegelt, aber es ist die Jungfernfahrt von meinem MacBook.
Ich bin so ein Fanboy, das ist unglaublich. Naja. So. Ich würde sagen, falls ihr euch, ich denke nicht, dass man sich, dass das jetzt interessant ist, wie ich jetzt diesen ganzen schönen Kram hier am Absetten bin. Deswegen würde ich. It's talking to me. Nee, Deutsch. Drücken Sie den Silent-Schalter, um Deutsch als Standardsprache zu verwenden. Ich würde sagen, das war's auch schon wieder. Ich wollte mir eigentlich einfach nur mal so ein, zwei Sätze und ein bisschen was labern und mal wieder ein bisschen Floggerinon. Eigentlich würde ich sagen, war's das und ich bin raus.